Wir schauen uns gleich gemeinsam die COT-Daten der Kalenderwoche 12 an. Wenn dich das und mehr interessiert, dann bleib dran. Herzlich willkommen bei Options for Winners. Mein Name ist Thorsten Ebert und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, den Optionshandel salonfähig zu machen. Es ist Sonntag, der 28.03.2021 und wir schauen uns gleich die COT-Daten der Kalenderwoche 12 an. Wir gehen eigentlich wie immer vor. Zunächst machen wir uns erstens ein Big Picture im Analyzer, gehen dann in die Trading View und last but not least hoffen wir, ein gutes Fazit zu finden. Wenn dich das und mehr interessiert, dann bleib dran. Wie immer fangen wir im Analyzer an. Er ist aktualisiert, Kalenderwoche 12. Wo bekommst du dieses Screenshot her? Du kannst natürlich unterschiedlichste Wege gehen. Angenehm ist es natürlich, du gehst über die Homepage und dann über Reports. Dann kommst du hier zu diesem COT-DIS-Report. Du kannst es auch ein wenig angenehmer haben. Du trittst einfach kostenlos und unverbindlich in den Options for Winners Circle bei. Dann wird dir dieses Screenshot jeden Sonntag per E-Mail zugeschickt. Oder wenn du sagst, ich möchte ein wenig tiefer in die Analyse gehen, dann kannst du natürlich dieses Tool auch von mir käuflich erwerben. Übrigens, wenn du bei mir Einzelcoaching zum Future Optionen Trader machst, kriegst du dieses Tool auch gestellt. So, wir gehen jetzt aber zurück zum Analyzer. Der Analyzer zeigt ja hier die Marktteilnehmer und ein USP dieses Analyzers ist die Betrachtung des Gaps, also des Abstandes zwischen Producer und Money Manager. Und das ist das, was ich mir zuerst auch immer anschaue. Ich gucke mir immer an, wie hat sich der Abstand zwischen diesen zwei Marktteilnehmern entwickelt zur Vorwoche und wie ist der Status quo? Wir fangen direkt mit den Energies an und bei den Energies, da sieht man, dass bei Heating Oil, da sind wir noch auf 26, 52 Wochen in einem hohen Abstand. Das heißt, im Vergleich zu dem letzten halben Jahr und zum letzten Jahr haben wir doch einen ordentlichen Abstand. Aber summa summarum, zur Vorwoche hat sich der Abstand reduziert. Übrigens bei den restlichen Energies auch, bis auf Natural Gas, da ist der Abstand gestiegen. Das ist aber auch der einzige Energy, wo man hier in allen Perioden nur grün sieht, nämlich auf 26 Wochen. Da haben wir in Anführungszeichen Long, da sind wir grün, aber die restlichen Perioden sind gelb. Ja, kommen wir zu den Grains, die beobachten wir ja jetzt schon seit Wochen. Wenn wir uns erinnern, erst kürzlich war hier ganz viel rot, jetzt sehen wir eigentlich nur noch ganz rot bei Korn. Der Abstand ist wieder gewachsen, das heißt, wir haben jetzt wirklich auf allen drei Perioden ein absolutes Rekord. Es ist mehrheitlich getrieben und das kann man hier sehen, die 20.000 Abstand, die dazu kamen, die sind im Wesentlichen durch den Money Manager, durch den Großspekulanten, durch den Trendfolger sind die hier getrieben. Bei den Producer, da haben wir noch ein wenig Platz, da können wir sozusagen auch noch auf Null kommen. Aber das Wachstum des Abstandes ist schon auffällig. So, beim Reis, da sind wir in 26 und 52 Wochen im Long-Bereich, da sind wir auch auf Rekord. Das heißt, in den letzten halben Jahr und einem Jahr, da war der Abstand nie so gering wie jetzt. Bei drei Jahren, da hat man noch wirklich, wirklich ordentlich Puffer. Wir sehen aber auch, der Abstand zur Vorwoche ist nur marginal verändert. Und das sieht man hier auch beim Producer und Money Manager. Es hat sich wahrlich nicht viel getan. Bei den Producern sind die Netto-Short-Positionen ein bisschen gestiegen. Wir sind hier auch, wie logischerweise auch hier zu sehen ist, sind wir auf einem Extremum. Gucken wir uns die Sojabohnenfamilie an und die Sojabohnenfamilie auch ganz interessant. Wir sind jetzt hier in allen drei Produkten, sind wir auf 26 Wochen im Long-Bereich. Das ist natürlich schon ordentlich. Auch jetzt bei Sojabohnenöl, der Abstand übrigens bei Sojabohnen, der ist wirklich gewachsen und dieses Wachstum ist auch hier getrieben durch die Money Manager. Also von den 8.112 sind 6.300 vom Großspekulanten beigetragen.
Bei den anderen ist es hier eine starke Abnahme des Abstandes und das ist jetzt auch getrieben durch den Produzenten. Der Produzent, der hat seine Netto-Short-Position um 15.000 verkleinert. Das ist halt 3/4 des ganzen Abstandes im Vergleich zur Vorwoche. Und deshalb sind wir hier jetzt auch auf 26 Wochen bei 100%. Das heißt, wir sind hier wirklich, wirklich im, in Anführungszeichen, im Long-Bereich. Gucken wir uns noch last but not least Sojabohnenmehl an. Sojabohnenmehl hat auch den Abstand verringert und wir sind auf Rekord fast bei beiden Marktteilnehmern. Hier haben wir noch bei den Produzenten haben wir noch ein bisschen Platz. Bei den Money Managern sind wir schon bei null. Aber 52 Wochen und 3 Jahre, da schwimmen wir noch im Mittelfeld. Linox hat sich eigentlich fast gar nicht verändert. Wir treten auf der gleichen Stelle. Man kann nur eins sagen, dass die Netto-Short-Position bei den Produzenten ein wenig abgenommen hat. Wir sind trotzdem noch hier nah am Rekord und bei den Money Managern sind wir auf Rekord und deshalb, wir sind hier auch in allen drei Bereichen, also in 26, 52 Wochen und 3 Jahre, wirklich, wirklich rekordverdächtig. Ja, Live Cattle auf 26 und 52 Wochen noch im roten Bereich. Hier hat sich der Abstand zur Vorwoche doch stark verringert und das ist eigentlich ja nicht gleich, aber ähnlich gleich vom Produzenten und vom Money Manager, also 60% ungefähr getrieben durch den Produzenten und Verarbeiter. Bei Feeder Cattle sind wir im mittleren Bereich, also im gelben Bereich, also kein wirkliches Signal. Gehen wir zu Metals. Bei Metals, da überspringen wir direkt Palladium und Platinum. Da ist wirklich nichts zu sehen. Bei Silber und das ist auch bei Kupfer und bei Gold. Das liegt natürlich an der Entwicklung der letzten Tage, letzten Woche. Sind wir in allen drei Rohstoffen bei 26 Wochen im Long-Bereich. Bei Gold sogar bei 26 und 52 Wochen. Ich habe übrigens letztens eine E-Mail bekommen. Es gibt einen eigenen Volatilitätsindex für Gold und für Silber. Den könnt ihr euch natürlich auch gerne angucken. Kann ich nur empfehlen. Gehen wir weiter zu den Softs. Bei Softs, da haben wir eigentlich überall eine Abnahme des Abstandes zur Vorwoche. Außer bei Lumber, da treten wir auf einer Stelle. Hier würde ich auch sagen, ist nichts Wesentliches zu erkennen. Wir können uns jetzt hier nochmal Kakao angucken. Da sind wir auf 26 und 52 Wochen, zwar im roten Bereich, aber da ist noch ordentlich Luft nach oben und die Abnahme des Gaps, mehrheitlich getrieben durch den Produzenten, ist natürlich jetzt auch keine Bestätigung. So, jetzt gehen wir auch direkt in die Trading View. Und hier fangen wir auch direkt bei Öl an. Ja, was kann man jetzt erstmal sehen, was den Kursverlauf angeht? Da ist ja dem ein oder anderen so ein wenig übel geworden nach dem Kursrutsch. Da hat man natürlich auch in Anführungszeichen eine Chance gewittert. Aber die Angst, dass der Kursrutsch sich weiterentwickelt, die war halt größer und wir sehen jetzt auch, die Kurse haben sich eigentlich wieder gefangen. Wir sind hier auch an der EMA 50. Wenn wir uns jetzt hier unten nochmal mit den Daten hier beschäftigen, hier haben wir ja den Abstand. Das ist ja das, was ich eben auch sagte. Das ist hier, was wir uns sozusagen angucken. Wir gucken uns die Entwicklung des Abstandes natürlich immer wieder an, weil, das werden wir auch gleich mal zeigen, es doch ein ordentliches Signal geben kann. Ja, was man hier natürlich auch unten sieht, wir waren hier mal auf 26 Wochen mit den Commercials wirklich, wirklich auf eine Position, dass die Netto-Short-Positionen mega gering waren und der Kurs war auch sehr klein und hier hatten wir bei 26 Wochen doch einen ordentlichen Aufbau der Netto-Short-Position gesehen. Das sieht man hier an der Linie natürlich nicht so ganz. Das sind jetzt hier auch die 26 Wochen. Ja, wir dürfen nie vergessen, das ist
eigentlich dieser COT-Index, der sagt dir ja, wo sind die Commercials positioniert im Kontext von 26 Wochen, 52 Wochen und die ganz helle Linie, das sind die 3 Jahre. Und wenn wir uns das mal hier angucken, da sind wir halt bei den 3 Jahren, sind wir noch im Mittelfeld. Bei den 52 Wochen, da kratzen wir hier an der roten Linie und auf 26 Wochen, da haben wir diese schon erreicht. Wenn wir uns jetzt mal Natural Gas hier angucken, da haben wir in Anführungszeichen einen teilweise gegenläufigen Effekt. Was heißt Effekt? Wir haben eine andere Entwicklung. Hier sehen wir, ist natürlich interessant, wie sich die Gaps hier entwickeln. Aus dieser Betrachtung kann ich ganz ehrlich sagen, kann ich nicht viel mitnehmen. Aber wenn wir uns das nochmal anschauen, hier hatten wir halt ein wirklich großes Gap gehabt, ja, und hier haben wir jetzt ein sehr kleines Gap. Und das ist hier, wenn wir uns das mal anschauen, wie sich die Positionierung der Commercials entwickeln, dann ist das ja auch hier ähnlich zu erkennen, also vom Verlauf. Ja, Weizen. Ich bin ja gerade mit meiner Fastenzeit. Das heißt, ich habe ja sozusagen jetzt schon Wochen kein Weizenbier mehr getrunken, aber die Fastenzeit, das Ende naht. Da werde ich mir wahrscheinlich das ein oder andere Weizen auch gönnen, aber das ist jetzt auch ehrlich gesagt nicht wichtig. Wir sind hier, wenn wir die Commercials betrachten, sind wir hier wirklich im Mittelfeld. Also wir sind nicht rot, nicht grün. Hier waren wir es und wenn wir uns jetzt nochmal ein wenig die Vergangenheit hier angucken, da kann man, das ist das, was ich halt meine mit den Gaps. Guck dir mal an, wo hier die Gaps waren, wo war hier der Kurs. Guck dir an, wo hier die Gaps waren, wo war hier der Kurs. Ja, also es ist doch zu sehen, wenn wir ein außergewöhnliches Gap haben und der Rest stimmt, dass man daraus doch, ich sag mal so, Trades ableiten kann, die scheinbar oder nicht nur scheinbar, auch mit einer großen Wahrscheinlichkeit gewinnwahrscheinlich sind. Ja. Gehen wir zu Sojabohnen. Da habe ich es ja hier gerade gesagt, wir sind hier auf 3 Jahre, sind wir noch im roten Bereich, auf 26 Wochen sind wir hier im grünen Bereich. Und das ist jetzt natürlich wirklich schwierig. Die Terminstrukturkurve, das kann ich ja nicht zu oft sagen, solltest du dir immer wieder angucken. Aber wir könnten natürlich als Optionshändler, wenn die Volatilität sehr hoch ist, vielleicht mal hier und da versuchen, mit einem Bein reinzugehen. Und ich meine jetzt eigentlich, dass man dann mal guckt, wenn die Vola sehr hoch ist, vielleicht einen weit aus dem Geld liegenden Strike zu finden. Das ist jetzt keine Empfehlung, das ist jetzt nur die Möglichkeit, die wir als Optionshändler natürlich haben. Und die bietet sich, und wir kommen jetzt zu Korn, die bietet sich bei Korn natürlich auch an. Wir sehen hier auch schön unten, das sind ja die Commercials aus dem Legacy, aus dem Einfachen. Hier oben haben wir ja das Gap aus dem Disaggregated, aus dem Erweiterten, was wir ja auch im Analyzer sehen. Und das ist natürlich wirklich schön, wenn du mal hier guckst, wie der Abstand war und wo wir mit den Commercials waren. Ja, und wenn wir jetzt mal überlegen, wo wir jetzt sind, ist das natürlich hier klar zu sehen. Aber es ist einfach eine sehr, sehr große Nachfrage, mehrheitlich getrieben durch die Chinesen. Und gegen die Terminstrukturkurve zu traden, also jetzt hier zu shorten, ist natürlich immer gefährlich. Aber auch hier, wir können natürlich die Volatilität uns mit hinzunehmen, und die Volatilität, die bietet uns ja nicht nur in Anführungszeichen eine höhere Prämie, die ist jetzt nachrangig, sondern vorrangig ist jetzt einfach, dass wir natürlich auch viel weiter aus dem Geld dann gehen könnten. Auch das ist natürlich keine Empfehlung. Sojabohnenöl ist genauso wie bei Sojabohnen. Wir sehen es hier auch. Was wir hier nur sehen, ist natürlich diese 2 rote Kerzen nachfolgend. Aber hier auch nochmal, hier um zu zeigen, was die Abstände dir natürlich auch hier sagen, ist wirklich interessant. Ne? Also wenn wir das jetzt hier einfach mal uns angucken, wo wir hier
in Anführungszeichen dann auch positioniert sind mit den Netto-Short-Positionen der Commercials bzw. der PMPUs. Sojabohnenmehl, auch ähnliche Abfolge, kann man sich auch mal angucken. Definitiv kann ich auch nur empfehlen. Und immer noch, wie gesagt, von wegen, es ist nur ein Teil, die COT-Daten, da kommt noch einiges dazu, bevor man dann schlussendlich eine Entscheidung trifft. Hier sind wir jetzt wieder bei den Schweinen, beim Magerschwein, und ich mache es jetzt mal ein wenig hier ein bisschen näher, und das ist natürlich ein wirklicher fetter Preisrun. Ja, also wenn wir das hier sehen, ist natürlich ordentlich, und wir haben jetzt hier auch schon ein wirkliches Mega-Gap. Wir sind hier mit den Commercials auch in allen drei Bereichen schon tiefrot. Ja, Live Cattle, da ist es nicht der Fall. Also da sind wir halt definitiv hier auf 3 Jahre, sind wir noch im mittleren Bereich. Und hier unten, da haben wir auch ein wenig abgebaut. Aber trotzdem sind es noch rot. Der Abstand hier ist noch groß. Ja, also ich meine, man muss sich mal angucken, wo wir hier waren. Ja, also hier hatten wir einen kleinen Abstand, und man sieht hier auch, da waren wir mit allen drei Bereichen im grünen Bereich. Ne? Also dann sagt man ja so. Und wenn wir das jetzt hier sehen, da sind wir natürlich mit 2 Perioden, aber nicht mit 3. Das heißt, das hier ist noch nicht auf ein Extremum, und das sollte man sich de facto natürlich dann auch anschauen. Ja, hier haben wir ja einen kleinen Rückschritt gemacht, aber das war ja nicht schlecht. Kannst du dir jetzt hier mal anschauen. Also das heißt, wenn du hier beispielsweise, weil dir die Signale von den Commercials gefielen und du bist hier reingegangen mit Long, dann hast du natürlich hier in Anführungszeichen auch diese Kursentwicklung hoffentlich dann mitgenommen. Ja, Gold. Ja, Gold. Ja, wo sind wir mit Gold? Bei 3 Jahren sind wir mit Gold noch im mittleren Bereich. Da hat sich noch nicht so viel getan. Auf hier in den Bereichen sind wir wirklich grün. Ja, und der Abstand ist auch klein. Wir sind hier unter der EMA 50, und das ist natürlich hier auch nicht gerade ein bullisches Signal, wenn die EMA von oben die 50er, die 200-Tage-Linie schneidet. Kann man sich mal angucken. Ich habe es eben gesagt, es gibt auch noch einen Volatilitätsindex für Gold. Ich glaube, Ticker ist GVZ. Ja, musst du dir vielleicht mal anschauen. Silber, ja, bei Silber, da schneiden sich die Geister, also das ist halt wirklich wahr, von wegen, da sieht man auch richtig schön von wegen, wo wir herkamen, wo wir jetzt sind, ne, wenn wir das jetzt sehen, die schwarze Linie ist die 26-Wochen-Linie und hier die beiden auch, also die 52 Wochen und 3 Jahre, Gap ist de facto kleiner geworden, aber also wirklich long kann ich hier noch nicht sagen, und ich möchte auch nochmal an die Preisentwicklung erinnern, wo wir herkommen. Also wenn wir uns das jetzt nochmal hier anschauen, das ist natürlich schon ordentlich. Wenn man jetzt die Entwicklung von Gold gegen Silber nimmt, ist Gold wahrscheinlich günstiger. Kupfer, ja, da habe ich ja schon viel gesagt, von wegen, hier wäre ich auch niemals short gegangen. Das habe ich auch kundgetan. Wir waren nämlich gerade da, wo die ganzen produzierenden Gewerbe ihre vollen Auftragsbücher kommuniziert haben. Dann wäre es natürlich wirklich fatal gewesen, hier short zu gehen. Dann hätte man dir hier ordentlich einen Strich durch die Rechnung gemacht mit der folgenden Kursentwicklung. Das Gap ist zwar jetzt nicht mehr so groß, wie es mal war, und nicht so klein, wie es mal war. Wir hängen dazwischen. Wir sind auf 26 Wochen, sind wir im Long. Aber hier unten, da kratzen wir noch knapp oberhalb der roten Linie. Ja, Kaffee, auch Kaffee hat sich hier, das war natürlich wirklich schön, na, vielleicht machen wir es noch ein bisschen größer hier, das hat sich ja hier und da wirklich angeboten, das ist hier gewesen und das ist hier gewesen, also wirkliche Abstände, sieht man auch, dass die Commercials in den letzten 3 Jahren kontinuierlich hier im Rekord waren, ja, also das ist natürlich etwas, das bot sich förmlich an.
Jetzt sind wir ja bei Baumwolle. Ja, hätte, hätte Fahrradkette. Natürlich ist es immer eine Frage, wann man einsteigt und wann nicht. Es ist auch immer leichter gesagt, im Nachhinein zu sagen, das war ja klar. Trotzdem, es ist ja noch alles andere klar, wenn man sich andere Dinge zu den COT-Daten anguckt. Aber natürlich hiervon wäre ein Short natürlich erfolgreich gewesen. Ja, Kakao, das habe ich ja eben auch gesagt. Der Abstand ist schön. Ja, also wir sind hier zwar nicht mehr so, wie wir die Woche davor waren, aber es ist ein großer Abstand. Wir sehen hier auch, die Commercials haben ein wenig abgebaut. Ja, ist weniger geworden. Und das siehst du hier auch im COT-Index. Wir sind hier auf 3 Jahren, sind wir noch im mittleren Bereich, sind wir nicht im roten Bereich. Hier wäre es auch nicht anders gewesen, weil hier hätten wir auch den 3-Jahres-Bereich noch nicht gehabt. Den 3-Jahres-Bereich hättest du gehabt, wenn wir, ich gehe mal ein bisschen in die, ich wollte gerade sagen, in die Zukunft, in die Vergangenheit. Hier waren halt alle drei im roten Bereich, wir hatten mega hohe Netto-Short-Positionen bei den Commercials und der Abstand zwischen den PMPUs, also den Produzenten und Verarbeitern und den Großspekulanten, den Money-Managern war gewaltig. Ne? Und aber wie gesagt, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber der ein oder andere hat es wahrscheinlich auch mitgenommen. Zucker, 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 da haben wir im wahrsten Sinne des Wortes auch hier komplett unterschiedliche, also man kann definitiv sehen, kurzfristig ist es mega, mega long, aber schon allein mittelfristig definitiv nicht und auf 3 Jahren auch nicht. Das Gap ist zwar groß, aber ausreichend groß ist es nicht. Hier wäre es vielleicht gewesen, ich mache nochmal kurz hier, gehen wir nochmal rein. Hier haben wir alle drei Bereiche, hier haben wir ein ordentliches Gap. Aber wie du siehst, wenn du hier short gegangen wärst, dann hättest du auch die Kursentwicklung in Anführungszeichen negativ mitgenommen, weil sie ist ja gestiegen. So, und last but not least gehen wir nochmal zu Orange Juice. Da sind wir in allen drei Bereichen mit den Commercials, sind wir im mittleren Bereich. Ist für mich nichts, was ich jetzt da gerne mitnehmen würde. Ja, das war mal wieder die COT-Datenanalyse für die Kalenderwoche 12. Ich schaue mir jetzt auf jeden Fall noch ein wenig genauer an. Korn, Reis, Lean Hogs und Gold. Ja, wenn dir das Video gefallen hat und du bist noch nicht Abonnent dieses Kanals, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnieren würdest. Ich freue mich über jeden Daumen hoch und über jedes Kommentar. Und ich verweise natürlich gerne auf meine Social Media Kanäle Facebook und Instagram und natürlich auch gerne auf meiner Homepage optionsforwinners.de. Ich wünsche dir weiterhin einen schönen Sonntag und wie ich immer so gerne sage, Happy Trades, bye bye.